Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir hätten zwar Nils überreden können mitzukommen, aber dann hätten wahrscheinlich Veronica nicht mehr. Und die macht eben gut Damage, was ich bei Nils eben noch nicht weiß. Ich will einfach mal gucken, wie gefährlich das Ganze wird. Ach, wir müssen der Straße echt zufolgen. Wechseln mal wieder ein paar Mutanten. Die haben mir so ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Keep out. Munition. Warum müssen wir immer denen wehtun, die uns am wichtigsten sind? Wieso willst du mir wehtun? Ich find's komisch, dass wir noch nicht auf einen Mutanten getroffen sind. Ich denke, es gibt hier Patrouillen. Und Blockaden. Bärenschallfalle entschärfen. Danke. Bringt wenigstens immer ein paar Erfahrungspunkte. Damit umgehen wir natürlich eine ganze Schleife. Problem ist, ich sehe keine Sau. Hier drüben. War nicht gerade hilfreich, würde ich sagen.
Und das ist ein Anführer. What the fuck? Ich kann hier nicht mehr hin, oder was? Jedenfalls nicht so einfach. Ach Mann. Was ist hier mit der Waffe von ihm? Wert 53. Und nicht gerade doll. Black Mountain, hey. Leck mich fett. Von oben kann das sein. Okay, shit, ich weiß nicht, wie ich so wirklich weiterkommen soll, ey. Ich möchte nicht wieder in den Bunker. Wo müssen wir da hin? Ach, das ist dieses Gebäude, alles klar. So, haben wir jetzt hier irgendwo schon wieder Attentäter in der Nähe? Muss man ja fast jedes Mal gucken beim Reisen. Jetzt gehen wir zu der Hütte, mit dem Computer, wo am, vor weiß ich wie viel Folgen mal stand, Veronika ist da dran. Da hatten wir uns doch noch gewundert, wer ist Veronika? Und als wir dann nochmal mit ihr dahin gegangen sind, ist aber nichts passiert. Werden noch gleich verkaufen können wir Schauplatz, verdammt. Forschungsunterlagen herunterladen. Was haben wir denn hier? Okay, prima. Das ist das Teil, das ich meinte. Die Impulswaffe. Vielleicht könnte auch der Entfernungsmesser funktionieren. Und es scheint, als wäre die RNK an einer tollen landwirtschaftlichen Technologie dran. Was ist eine Impulswaffe? Elektromagnetische Waffe aus der Zeit vor dem Großen Krieg. Ein Experiment. Wurde nie serienmäßig produziert. Aber man baute darauf, als Gegenmaßnahme gegen Powerrüstungen, da man befürchtete, dass die Chinesen diese entwickelten. Angeblich gab es in Nellis einen Prototypen. Was das für die Bruderschaft heißen würde? Wir stünden nicht besser da als ein Idiot mit einer Knarre. Landwirtschaftliche Technologie? Mehr oder weniger. Es soll ein Vegetationsverstärker sein. Die RNK hat ein Wissenschaftsbüro am Flughafen von McCarran. Die haben wohl was entdeckt. Da war wohl jemand nicht wirklich gut darin, Geheimnisse für sich zu behalten. Uns interessierte sowas nie, weil es keine Waffe ist. Aber Unabhängigkeit ist uns wichtig. So könnte man den Wert einer neuen Richtung beweisen. Reden wir über den Entfernungsmesser. Er ist ein Zielgerät für irgendeine ultimative Waffe bei Helios One, das irgendwann nach dem Krieg verloren ging. Eine Zeit lang gehörte Helios One uns.
haben eine Menge Leute bei der Verteidigung verloren. Nur für diese Waffe, die nie in Gang gebracht wurde. Stellt sich das Ding als Blindgänger raus, zeigt es den Irrweg unserer Ziele. Vater Elijah glaubt, ein Sammler habe es auf dem Strip verkauft. Impulswaffe, wäre natürlich cool. Ja, vielleicht überlegen sie es sich zweimal, die RNK anzugreifen, wenn sie wissen, dass sie da sowas erwarten könnte. Die Aufzeichnungen weisen Richtung Nellis Air Force Base. Er schlägt vor, Aktenschränke und Computer im Quartier des Kommandeurs zu durchsuchen. Da will ich auch nicht hin. Na dann. Ich mag ihre Denkweise. Schnell nochmal schon zum Schrottplatz Sachen verkaufen. Wo ist denn die Dame? Sie sind also wieder zurück. Nun. So. Ist mir. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen gucken. Bleistifte, können wir die in die Zigarette auch verkaufen? Leere Spritzen brauche ich auch nicht. Gut, hat sie denn was Tolles hier? Na gut. Danke. Und tschüss. Ciao. Ich muss zugeben, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie ich jetzt weiterverfahren soll. Was haben wir noch für Aufgaben? Nee. Benny, das könnte man machen. Und das wäre der Angriff, da würde ich nicht wirklich zukommen. Violet töten. Könnte dann schon schwierig werden. Na gut, machen wir Benny. Was auch immer Tops stellen bedeutet. Alter, ruckel, ruckel. Nordtor. Aber vor. Wo ist denn der Typ, der sich hier genau? Den können wir jetzt eigentlich bequasseln. Hallo. Ich hab mich. Sie wären ein Leuchtturm der Hoffnung für deprimierte Menschen. Ihre Arbeit wäre Kunst. Wissen Sie was? Sie haben recht. Ich habe die Sache einfach von der falschen Seite betrachtet. Für manche könnte ich eine liebevolle Muse sein und bei anderen nur Stress und Anspannung lösen. Danke für die Erkenntnis. Sagen Sie Garrett, dass ich gern sofort im Wrangler anfange.
Mal wieder was anderes als dieser langweilige Ruhestand. Gut. Gut, dann machen wir erstmal ein Funkpräuschen hier. Spitze, bedanke mich. Bis dann.